das ist nicht so. Angriff muss der Omega 3. Und oh, die sind so zeigen versteckt mit dem Mail und da war von Kurs an. Verstärkung. Und kurzer Angriff. Ja, meine Tante Strahlen. Wie häufig sie, ein Schlachtschiff! Was wollt ihr mir denn jetzt noch alles entgegensetzen? Ja gut. Volle Attacke! Jetzt noch mal ein paar Torpedos hinterher. Und Feuer! Das hat Spaß. Oh, mit dem Mail und verhandeln. Ah, bin ich mal gespannt, ob sie bereit sind. Enough! You've ruined me! Wrecked my ship! At least spare my life. Suchen Sie sich einen anderen Ort, um Ihren Müll abzuladen. The Melon are gone, but the radiation is still around. Oh, what can we do? This would have been a perfect homeworld. But we can't live here if the radiation is going to infect the entire planet. Es ist ein leichtes für die Ahnungslust, die Strahlung zu neutralisieren. Geben Sie uns einen Moment. Okay, dann gucken wir mal. Strahlung säubern. Fangen wir an. Nummer 1. Wir müssen bestimmt wieder Spielchen spielen. Oh nein, doch nicht. Hätte ja sein können, dass wir nochmal ein paar Spielchen spielen müssen hier. Zack! Oh, eine Strahlung gesäubert. Ein schöner Planet. Da werden wir euch auf jeden Fall besuchen. Und ich hemme euch sogar, das zu kolonisieren noch. Und der nächste. Sowas. Einfach nur den Weltraum zumüllen mit ihren Antimaterie-Müll. Frechheit. Bin alle bestraft. Bin alle auf die Streckbank. Und der letzte. Hup. Strahlung säubern. Sehr schön. Thank you so much for all of your help. You are a true friend to me and to the Talaxian people. Your crew will always be welcome on New Talax. And good luck in your voyages. I hope to see you again soon. Es war mir ein Vergnügen, Helix. Ich wünsche Ihnen und Ihren Leuten viel Glück für die Zukunft. System verlassen. Yay! So, Data Quadrant Kommando rufen. The Melons were causing problems. I'll make a note of that. Hopefully they'll just be a minor inconvenience. Admiral Janeway wasn't very impressed by them. Neelix has sent word that the migration of the Talaxians is going smoothly. We've sent several ships to ensure they're protected from any more Melon incursions. Our first venture into the Delta Quadrant appears to be a success. Yay! Tech Upgrade, das ist schon mal gut. Konsole, Technik. Haben wir hier Taktik. Oh, gut. Feldgenerator, Schildstärke. Ja, das ist auch gut. Das ist aber noch besser. Wir nehmen die Regierung. Congratulations, Admiral. Wir werden von Admiral Quinn gerufen.
Glückwunsch, David Logos Nerd. Sie haben sich als wertvolles Mitglied der Sternflotte bewiesen und den Rest ihrer Offiziere verdient. Kehren Sie zum Ehrenraumdock zurück. Ich möchte Ihren Beitrag für die Föderation anerkennen. Ja, Steuermann, setzen Sie kurz auf das Raumdock der Erde. Maximale Warpgeschwindigkeit. Wir kriegen unser neues Schiff. Bin ich mal gespannt, was Sie kriegen. Mal gucken. Aber erstmal Fähigkeiten. Ah, als Admiral. Was haben wir? Taktische Bereitschaft. Diese Fähigkeit gewährt einen Bonus auf die Wiederaufladezeit aller taktischen Brücken Offiziersfertigkeit. Das ist schon mal gut. More than 30 years since Voyager passed through this region of space. But the echoes of what Captain Janeway and her crew did linger. We need to reestablish relationships here. I'm assigning you a region of space to patrol. Meet the locals and find out how things stand in the Delta Quadrant today. Ja, machen wir. Mal gucken, ob wir das gleich machen. So, Koordinaten, Hüllen und Schildkapazität für Hangarschiffe. Das haben wir ja nicht. Praktische Bereitschaft, nehmen wir erstmal den hier. Okay, Bogenpunkt haben wir sogar auch einen. Haben wir auch nicht viel. Kit-Effizienz verbessert. Haben wir hier? Unfähigkeiten. Standardmäßige Zählen, alle Angriffe, Frankierung. Fähigkeit lässt sie noch mehr Schaden verursachen. Gut. Ja. So. Freunde an verschiedenen Orten. Okay, das ist sogar diese Mission. Okay, was haben wir hier? Hier hatten wir. So. Nein, Tribbles. Gut, das heißt, wir suchen uns jetzt erstmal ein neues Schiff aus. Schiff erhalten. Was ist denn für welche? Ein freundlicher Elachi. Örtlicher freundlicher Elachi. Ja, super. Glückwunsch zu Ihrer Beförderung, Admiral. Admiral Quinn hat Sie befugt, ein neues Schiff zu wählen. Es stehen mehrere tolle Schiffe zur Auswahl. Schauen Sie sich mein Laden an. Warten wir, wir müssen erstmal hier unser Schiff umbenennen hier. Wir machen jetzt erstmal USS Ahnungslos. USS Baluga. Okay. Damit wir nämlich hier das Schiff erhalten. Verbesserter. Oh. Fängt nur 4000 Dilithium dafür. Cool. Coole Sache. Angriffskreuzer. Souveränklasse. Das ist unser Schiff. Prometheus-Klasse. Oh, da können wir tolle Sachen machen. Oh ja. Das wird unser Schiff. Aufklärungsforschungsschiff. Forschungsschiff. Sternkreuzer. Misery. Ah. Patrouillen, Escortschiff, Hermes. Griffon. Derwisch. Hermes. Na, es ist auch nicht so. Oh, ein Schiffchen, Nebula. Hm. Da, unser Antiopolis getreten, den wir geflogen hatten. Waffenschiffsmodule, aha. Nein, wir nehmen die Prometheus-Klasse. Können Sie ja mal einmal vergleichen. So, wir haben zwei Schiffe zur Auswahl. Wir haben hier das hier. Die sind eigentlich nicht gleich. Das einige. Der hat nur einen Wissenschaftsslot mehr und der einen Techniker-Slot mehr. Plus 15 Energie für Waffensysteme. Sonst sind die alle gleich. Eine Dualkanonbeschwörung. Nimm mir den. Umbenennen. USS. Ahnungslos. Okay. Warte, wir haben ahnungslos. Welche haben wir denn? Das müsste jetzt unser fünftes Schiff sein. A, B, C, D, E, F. Ahnungslos F. Okay. Erledigt.
So, jetzt müssen wir nochmal unsere Schiffe verwalten. USS Ahnungslob. Bereit machen. So, guck mal, da sind schon mal unsere ganzen Sachen. Ah. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir hatten eine Techniklegierung. Physischer Schadenwiderstand. Welche ist das? Ne, die hier. So. Torpedowerfer hinten. Warte, wir haben Torpedo. Den hier haben wir, aber der macht hier noch mehr Damage gegen Borg. Also ist er auch wieder. Der Rest kann nachher verkauft werden. Wenn wir hier nochmal Delizium veredeln. Replikator. Das wird jetzt lustig. Haben wir das denn? Der kann weg. Der kann weg. Wissenschaftsmodul, der kann weg. Der kann auch weg. Weg, weg. Können wir uns alles mal wiederholen. Der kommt nicht weg, das ist ein Dyson. Gut. Muss ja aber nochmal gucken. Konfiguration. Oh. Aussehen. Hm. So, wir brauchen noch neue Konsolen später und neue Geschütztürme. Aber erstmal kommt das Wichtigste dran. Das hier. Schiff anpassen. Raumschiff anpassen. So, fortgeschritten. Meine Damen und Herren, wir gucken jetzt. Wir haben jetzt hier die USS Cerberus. Wir nehmen jetzt aber erstmal als Voreinstellung die Prometheus. Die kennen wir aus Star Trek Voyager auch. Die Prometheus. Dann gucken wir mal. Was hier können wir nicht nehmen? Oh, die sieht gut aus. Phoenix sieht gut aus. Untertastensektion. Cerberus, das sieht klein und schnittig aus. Das finde ich gut. Phoenix. Da bleiben wir bei Cerberus und bei Prometheus. Cerberus haben wir da jetzt genommen. Das sieht soweit in Ordnung aus. Rotter, Pylon. Da können wir, auch wieder Phoenix nehmen. Da ist die so. Oh, der hat viele. Top-Pylon. Prometheus. Da bleiben wir auch bei Prometheus. Lenzel Tops. Gondeln. Oh, da, die Cerberus-Dinger sehen doch schnittig aus, oder was? Phoenix. Ne, die sehen gut aus. Das lassen wir so. Ich glaube, und das Schiff ist gut so. Material. Typ 4. Oh ja. Farben. Blau. Will ich noch nehmen? Ah. Das ist gut. Ich glaube, das nehmen wir so. Änderung anwenden. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt unser neues Schiffchen bereit und ausgestattet, um es beim nächsten Mal zu testen. Denn jetzt machen wir erstmal wieder unsere kleine Pause. Wir können aber noch. Oh, guck mal, wir haben hier noch einen Stütz. Und nochmal einen neuen Stationsoffizier. Guck mal, da können wir Elisa Flores einsetzen. Und hier können wir einsetzen. Elisava. Das ist gut. Da brauchen wir eigentlich nur. Den Traktor schon brauchen wir nicht. Geladene Partikel, Stoß und Schildenergie übertragen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber gut, so ist das schon mal in Ordnung. Ja, gut, dann haben wir erstmal jetzt wieder alles hergerichtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich werde mich jetzt erstmal wieder in die Data Quadranten begeben. Und dann sehen wir uns
finden wir schon mal beim nächsten Mal wieder, wenn wir Star Trek Online spielen. Ihr dürft natürlich wieder, wie gehabt, gerne Kommentare schreiben, ein Like da lassen und natürlich auch sehr gerne abonnieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir Star Trek spielen. Zum fünften Mal, glaube ich, jetzt. Ich glaube, der Ende ist schon leicht genervt sein von mir. Ja, wenn das Soul-System lädt, wird eigentlich auch gleich direkt in den Zelda-Quadranten fliegen können. Ne? Ich trottel. Naja, egal. Wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Star Trek Online, Erkundung des Zelda-Quadranten. Es geht weiter. In diesem Sinne sage ich natürlich, leben Sie lang und in Frieden. Macht's gut und tschüss.